Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines Online-Escape-Games. Und damit herzlich willkommen zu einer doch etwas ungewöhnlichen Spielvorstellung, weil letztendlich wollte ich euch an dieser Stelle einfach mal ein Escape-Spiel vorstellen, was ihr perfekt online spielen könnt. Ihr braucht dazu kein Material. Ihr loggt euch quasi auf der Seite ein und könnt dann quasi gleich losspielen. Die Rede ist von turbius.de. Der ein oder andere hat vielleicht schon davon gehört. Dann dürft ihr das natürlich gerne in die Kommentare dann schreiben. Und hier startet man quasi, und da schaue ich einen Spick natürlich ein bisschen ab, mit den Freunden der Familie oder anderen Mitgliedern ein spannendes Online-Escape-Abenteuer. Und zwar von zu Hause, bequem von zu Hause, so heißt es auch. Und letztendlich ist es ein Detektivspiel, man kombiniert Hinweise, das erinnert an das eine oder andere Exit-Spiel und stellt sich nur die Frage, funktioniert das? Wird das bei mir funktionieren? Was kostet das Ganze? Und da gleich der Hinweis, loggt euch einfach mal ein bei turbius.de, weil da gibt es ein kostenloses Minispiel. Da könnt ihr das Ganze erst einmal testen, ein bisschen knobeln und dann wisst ihr, ob ihr durchaus Gefallen daran findet. Ja, vielleicht habt ihr jetzt das Minispiel an dieser Stelle ausprobiert und ihr seid, so wie ich, jetzt bereits im Shop gelandet. Ich werde da nachher noch ein paar Bilder einblenden, weil letztendlich sucht ihr euch dann eines der Spiele dann aus. Bei uns war es auf Deutschlandreise. Begib dich in diesem kurzweiligen Spiel auf eine spannende Reise quer durch Deutschland. Besuche verschiedene Städte, lerne deren Sehenswürdigkeiten kennen und erlebe einen unterhaltsamen Roadtrip mit vielen abwechslungsreichen und so weiter. Ich möchte euch natürlich nicht allzu viel verraten, aber das Ganze geht recht schnell. Ihr loggt euch ein, ihr bekommt dann ein Kennwort zugeordnet und ihr bespricht euch oder vereinbart einen Termin mit euren Freunden und könnt das Ganze quasi parallel online dann absolvieren. Das geht recht schnell, ihr könnt starten, man kann auch, deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht, das Ganze auch solo spielen oder im Team und nutzt die, und das ist richtig gut gemacht, die integrierte Audio-Video-Konferenz, und deswegen probiert es je nachdem erst einmal mit dem Test, mit dem Minispiel, da könnt ihr natürlich einiges ausprobieren. Man kann jederzeit, das ist auch ganz wichtig, wir haben es durchgezockt und eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden waren es dann, jederzeit eine Pause machen, zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder loslegen. Das Ganze erinnert, wenn man das dann sieht, mit Hilfe, unterstützt natürlich mit gewissen Audio-Unterlegungen, Audio-Hinweisen, Sequenzen, Videosequenzen. Das ist richtig cool gemacht, aber das Ganze, und darauf wollte ich hinauskommen, ist natürlich auch verknüpft mit verschiedenen Rätseln, die man quasi von anderen Spielen, Exit- und Escape-Spielen kennt, nur ihr löst das praktisch vor Ort. Ihr müsst euch aber auf jeden Fall was notieren, also Blatt, Papier etc. solltet ihr auf jeden Fall zur Verfügung haben, weil letztendlich sind das verschiedene Rätsel und da müsst ihr an die Lösung herantreten bzw. die Lösung herausfinden. So hangelt ihr euch von Stadt zu Stadt, bei uns in dem Fall war das natürlich so, und versucht natürlich das Ganze in dem Fall möglichst effektiv zu lösen, wobei, ich sage es gleich vorneweg, bei uns stand der Spaß im Vordergrund, wir haben da jetzt nicht so auf die Zeit geguckt, das machen wir schon lange nicht mehr. Bei uns steht der Spaß und die Rätsel stehen im Vordergrund und die waren teilweise durchaus etwas knackig, etwas anspruchsvoll und manche waren auch, wie soll ich sagen, wie das Labyrinth, je nachdem blende ich das ein oder andere an, sehr schwer zu lösen. Für uns teilweise schwer zu lösen, aber dafür gibt es Hinweise. Also ihr findet auf jeden Fall den Punkt bzw. den nächsten Punkt, um weiter in diesem Rätsel voranzukommen. Und damit bin ich schon quasi am Ende. Ich wollte es euch kurz und knapp vorstellen mit einigen Bildern hinterlegt, weil letztendlich seid jetzt ihr aufgefordert, wenn ihr Lust habt, einfach mal da rein zu schnuppern. Je nach Zeitpunkt natürlich auch ein ideales Medium, um mit anderen zu agieren, mit anderen zu spielen. Man kann natürlich dort Gutscheine kaufen, verschenken, man kann Fortschritte dann letztendlich synchronisieren. Hilfsmittel steht auch dabei, also wir haben nichts anderes benötigt aus Blatt Papier, Stift etc. Teilweise auch einen Internetzugang, weil man dann separaten Internetzugang, weil man dann doch das eine oder andere noch ein bisschen recherchiert haben. Und letztendlich kann man sich, und das haben wir nicht gemacht, am Ende bekommt man eine Urkunde, und dann kann man sich beispielsweise mit anderen vergleichen. Das bleibt natürlich euch überlassen. Aber insgesamt ist eine schöne Erfahrung, eine ungewöhnliche Erfahrung aus meiner Sicht, weil bisher hat man das Material ja immer in den Händen. Das zeige ich euch teilweise auch mit diversen Kameraeinstellungen, was für Material ich verwendet habe,
beziehungsweise was aus dem Material geworden ist. Und das fehlt hier, weil letztendlich macht man das alles am Bildschirm gemeinsam kooperativ und versucht einfach einen schönen Nachmittag beziehungsweise einen schönen Abend mit Hilfe dieses Rätsels zu verbringen. Was die Deutschlandreise angeht, waren die Rätsel wie immer bei vielen Spielen natürlich auch. Manche waren recht einfach, manche waren ein bisschen knifflig. Bei manchen habe ich gedacht, wie soll man da jetzt auf die Lösung kommen? Also eine bunte Auswahl war auf jeden Fall vorhanden. Die anderen haben wir noch nicht gespielt, aber vielleicht habt ihr jetzt Lust. Und falls ihr es schon gespielt habt oder Erfahrung habt, dann dürft ihr es an dieser Stelle gerne in die Kommentare hinterlegen. Das zu dem ganzen Bereich, was Online-Escape angeht. Mal was ganz anderes. Vielleicht habt ihr auch Lust gefunden. Das zu allen Infos. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.